So, meine lieben Freunde, wir sind zurück nach der Mega-Rage-Folge. Naja, Mega-Rage kann man das nicht nennen, aber ich war schon ziemlich abgefuckt in der letzten Folge. Und ja, ich habe das Spiel einfach nochmal von vorne gestartet und ja, wie ihr seht, der Typ ist jetzt friedlich. Und wir sind die ganze Zeit tatsächlich falsch gelaufen. Ja, wer hätte es gedacht? Ich habe das jetzt alles nochmal rekonstruiert. Ja, wir haben auch ungefähr die gleichen Sachen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Menschlichkeit, Brandbomben, ja, das haben wir jetzt wieder. Wir sind dafür aber nur Level 8, nicht Level 9. Und ja, wir haben diesmal alles da hinten. Die Skelette hätten wir noch gar nicht besiegen können, habe ich erfahren. Ja, die sind zu overleveled für uns. Das ist so eine kleine Suicide-Quest da hinten, ja. Wir haben uns aber die Gegenstände, habe ich alle geholt. Und ja, es waren halt ganz gute Sachen dabei. So wie der Zweihänder. Kann ich aber gerade anscheinend noch nicht effektiv nutzen. Alter, was ist das? Guckt euch das. Haha, geil. Wir sind zu schwach für das Schwert. Guckt euch das an. Wir sind ein bisschen... Ja. Ich take lieber den Schild. Nehmen wir da gleich mal wieder weg. Gegenstand ablegen. Das heißt aber nicht, dass der jetzt weg ist, ne? Nee. Haben wir immer noch. Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben Flügelspür. Ist der besser als unser Schwert? 82 zu... Was heißt denn das da hinten? Hat unser Schwert, oh Gott. Unser Schwert hat 195. Ja, ich habe halt ein bisschen was erfahren. Ich habe mir halt das Let's Play von Pizmeat angeguckt, die ersten 2-3 Folgen. Bis zu dem Punkt, wo ich dann wusste, dass der Weg nicht dort ist, wo wir lang sind, sondern... Wo war das? Ja. Von hier aus sieht man das auch sehr schlecht, ja, aber... Hier geht's hoch. Ja. Übrigens können wir jetzt auch bei dem Dicken da kaufen. Ich habe den mehrmals angesprochen. Und wir haben unsere Menschlichkeit genutzt und uns ein menschliches Aussehen verliehen. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt. Du. Ah. Man muss auch sagen, ich bin in diesem Spielstand jetzt noch nicht häufig gestorben. Erst dreimal. Das war knapp. Viel schwächer als die Skelette auf jeden Fall. Alter, ich treffe nicht. Alter, was soll denn das jetzt? Ich komme jetzt... Jetzt klappt hier gar nichts mehr. Ich muss auch sagen, ich habe seit gestern nicht mehr gespielt. Also nach der Aufnahme habe ich halt das Spiel von vorne angefangen. Und... Hat auch nur eine halbe Stunde gedauert, bis ich hier war. Also ich habe den Asyldämon beim ersten Mal besiegt. Ich bin halt dann bei dem einen Ritter da gestorben, der hinter dem Asyldämon war. Weil ich das... das Parieren geübt habe. LOL! Erstmal einen Schluck nehmen. Blutfleck berühren. Ja, und diese Schatten, die wir immer sehen, das sind andere Spieler. Wer hätte es für möglich gehalten? Hätte ich jetzt so auch nicht gewusst. Das habe ich halt auch durch das Let's Play erfahren. Ist die Frage, warum hier der Blutfleck Feuer verursacht. Ah, haben eine verlorene Seele. Und gehen einfach weiter. So, mal gucken, wo uns der Weg denn jetzt hinführt. Wow. Ja, das Ziel anvisieren, das geht irgendwie immer noch nicht. Ich weiß nicht warum. Aber wenn ich den linken Stick drücke, oder rechter Stick, wo das ist, klappt, passiert nichts. So, hier haben wir nichts. Also ab hier ist das Spiel jetzt auch wieder blind, jetzt wo ich die Treppe hochgegangen bin. Soweit habe ich noch nicht geguckt in dem Let's Play. Ich habe wirklich bloß geguckt bis an die Stelle. Von Anfang an natürlich. Also das waren, weiß ich nicht, 4-5 Folgen, die ich geguckt habe danach. Dann habe ich halt von vorne angefangen. Und
Ja. Jetzt sind wir hier. What the fuck? Eine mega fette Ratte. Uah, die brennt sogar. Fußball. Muss ich hier lang? Die Karte wäre in dem Spiel echt Luxus, Alter. Aber den Luxus will man uns nicht gönnen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Oh, wir müssen durch eine Kanalisation. Oder auch nicht. Oh, da haben wir wieder einen Hinweis. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Achtung, Hülle. Bewertung 0. Das ist wohl eine Spielernachricht. Nicht mit mir, mein Freund. Zack. Die auch einfach schon locker fertig machen, diese komischen Skelett-Leichentypen. Also wir hätten uns einiges erspart, wenn wir nicht zu den Skeletten gegangen wären. Aua! Der Typ macht Feuer! Alter! Erstmal einen Schluck nehmen. Geh weg. Ich muss hier weg. Ach, der wirft mit Bomben. Der Hund. War das vorhin auch nicht das Blut, was Feuer gemacht hat? Wir werden einfach mit Bomben beschmissen. Alter, das Spiel ist auch einfach erbarmungslos. Wir müssen noch so ein Estes Flakon trinken. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich aufnehmen werde. Ich muss gucken. Ich habe leider ein bisschen Kopfschmerzen gerade. Und meine Kopfhörer sind auch nicht mehr ganz voll. Und das Ladekabel ist leider kaputt. Daher, ich habe mir schon neues bestellt, aber das ist noch nicht angekommen. Und wenn die Kopfhörer jetzt alle sind, dann sind sie alle. Ja, welch eine Weisheit. So, du gibst mir jetzt deine Seelen. Oder deine Menschlichkeit. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch genug haben, um schon wieder ein Level aufsteigen zu können. Du Wichser bist der Bombenschmeißer, ne? Okay, den haben wir damit auch erledigt. Und da kommen noch mehr. Ja, das Blocken ist ein bisschen schwer, also das Parieren, nicht das Blocken an sich, sondern das Parieren. Rundschild, ich glaube, wir haben schon mit dem Drachenschild einen ganz guten erwischt. Ich sehe auch gerade recht wenig, weil wir mitten am Tag haben. Ich dachte mir aber, bevor ich vergesse, wo es lang geht, nehme ich einfach mal weiter auf. Okay, hier haben wir nichts. Ich weiß auch nicht, warum die Kisten, die bringen einen ja gar nicht. Ah, vielleicht findet man ja doch irgendwann mal was. Wer weiß. Und wir schreiten einfach durch den Nebel. Einfach ein bisschen leer machen. Vielleicht hört uns ja jemand und begrüßt uns. So, was haben wir denn hier? Hier. Eine Treppe. Und. Okay, da geht's nicht lang. Außer wir können ja springen. Okay, wir können nicht springen. Zumindest nicht so gut, dass wir da rüberkommen, glaube ich. Ich werde es jetzt auch nicht nochmal probieren, also. Das würde sich, glaube ich. What the fuck? Fick dich! Alter! Gelobt sei die Sonne? Hier. Ja,
gelobt sei die Sonne. Und hier, ja, hier kommt ein scheiß Drache, Alter. Das finde ich nicht lustig, Spiel. Okay, wir schalten erst den Bogenschützen aus. Erstmal was trinken. Okay, ihr müsst mich auch mal entkommen lassen, ja? Das wäre angebracht. Ich trinke hier ein Flakon nach dem anderen. Die brauche ich doch noch, falls ich gegen den Drachen kämpfen muss. Aber ganz ehrlich, das wäre doch ein bisschen... Okay, das ist Dark Souls, ich sag nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen hart am Anfang jetzt gegen so einen Drachen zu kämpfen. Aber... Das Spiel hat uns ja schon Besserem belehrt, ja? Gleich jetzt ersten... In den ersten 10 Minuten, wenn man schnell spielen kann. Gegen so einen verdammten Asyldämon zu kämpfen, ja? Also diese Typen gefallen mir als Gegner. Die sind nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Oh. Da geht's runter. Pass auf, Lügner. Hä? LOL! Okay, wo ist jetzt... Wo ist denn jetzt der richtige Weg? Okay, anscheinend geben uns hier Spieler Tipps mit den Nachrichten. Kann das möglich sein? Ach, das geht auch noch auf. Gelobt sei die Sonne. Aha. Holzschild. Wir können ja mal gucken. Ja, unser Drachenschild hat 64. Da bleiben wir bei. Alter, hier geht's ja überall weiter. Hier steht auch was. Viel Erfolg. Okay, hier haben wir... Das scheint der richtige Weg zu sein. Da ist ein Speicherpunkt. Wobei das ja nicht immer was heißen muss, zwangsläufig. Wir hoffen einfach mal, dass ich richtig liege und da der richtige Weg ist. Der Speicherpunkt ist das ja nicht. Ein Rastplatz. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Nein! Julia! Julia! Nicht schon wieder so eine. Ich dachte, das wäre so ein Zombie-Mann, der da sitzt. Okay, der kommt uns aber nicht ganz so weit hinterher. Unten. Jetzt ist die Frage, wo sind wir jetzt? Wurfmesser. Okay, hier war der Drache. Gut, das heißt, da müssen wir nicht mehr lang. Puh, ich
dachte schon. Hier ging auch noch eine Treppe runter, ne? Ne, hier ging es nur nach draußen. Okay. Da können wir noch lang. Was zum Fick? Noch ein Flakon. Sauf es. Treffen wir vielleicht mal guten Junge. Viel Erfolg. Pass auf, Lügner. Wir haben einen Helm. Wir haben einen Helm gefunden. Ja, unser ist aber besser. Ist wahrscheinlich der Vorteil, wenn man einen Ritter spielt vom Anfang an. Dass man gleich eine gute Rüstung hat. Aber so wie ich weiß, ist das halt nur für den Anfang wichtig, was man spielt. Und später kann man halt dadurch, dass man die Punkte ja selber verteilen kann, selber entscheiden, was man im Endeffekt spielt. Wir können halt mit dem Ritter anfangen und später auch Magier sein. Hier. Ja, das hier, was ist, das sehe ich auch. Schwarze Feuerbombe. Also es lohnt sich doch, hier alles abzusuchen. Alter, hab ich mich erschrocken. So. Okay. Die Frage ist jetzt, wo ist der Typ, der mit Feuerbomben auf uns geworfen hat? Das ist halt der Nachteil, dass wir noch keine, da oben, keine Fernkampfwaffen haben. So, aber wir haben hier ein Leuchtfeuer. So, und wir haben ein paar Seelen, um uns weiter zu verbessern. Und ich würde mal sagen, auf jeden Fall in Stärke werden wir investieren. Und in Vitalität? Oder doch in Zauberei? Können auch nochmal in Stärke. Oder in Intelligenz? Was bringt uns? Beweglichkeit? Kondition. Ja, dann können wir länger laufen und öfters auf zuschlagen. Entfachen, aufsteigen, verlassen. Die Aushöhlung umkehren, ich glaube, den haben wir wieder in Zombie-Gesicht. Also an diesem haben wir das auch mit der... macht man das auch mit der Menschlichkeit? Okay, wir sind hier falsch. Hier ist halt bloß das Leuchtfeuer, okay. Gut, ich dachte, hier geht's jetzt weiter. Scheiße, jetzt sind unsere Freunde auch wieder da. Ich frage mich auch... ich mache immer nur den starken Schlag. Ist das schon mal jemand aufgefallen? Okay, dann müssen wir vielleicht doch hier lang. Ich brenne... Alter, das Spiel ist gerade gnadenlos. Wieso habe ich nur 5 Flakons? Sonst habe ich doch immer 10. Wie umschalten? Achso. Höhlenkriegerrüstung. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Ah, guckt mal hier. Hier geht's dann weiter.
Du Hund wirfst nicht mit Steinen nach mir. Und Sprung. Keine Ahnung, wie ich das gerade hingekriegt habe. Lendentuch. Jetzt, wenn ich so ein Lendentuch benutze, die Leute. Wenn, dann nutze ich richtige Rüstung. Eine Ritterhose oder so. Oh! Nein, er hat mich gekillt. Oh, so ein Mist. Aber naja. Wir sind einmal gestorben in der Folge. Bis jetzt habe ich das richtig jetzt in Erinnerung im Kopf. Wenn wir einfach den Morgenstern. Ja, aber ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht noch ein paar Tipps in die Kommentare schreiben könntet, wenn ihr es vielleicht schon besser wisst. Denn in den letzten Folgen werden sich alle, die Dark Souls kennen, wahrscheinlich megamäßig an den Kopf gefasst haben. Und wir sind wieder ein Zombie. Fuck, ich wollte doch ein Mensch sein. Naja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch eine Bewertung da, schreibt ein paar Kommentare oder abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Und nichts mehr verpassen möchtet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute, haut rein.